Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, wurde von einem Staranwalt angezeigt. Der konkrete Vorwurf lautet, er habe die Öffentlichkeit belogen. Der Staranwalt packt nun konkrete Beweise aus und wie es um Olaf Scholz und seine Zukunft aussieht, das schauen wir uns im heutigen Video an. Mein Name ist Dominik Kettner und ich möchte Ihnen schon vorweg sagen, die Beweise sind so brisant, dass die Vertrauenswürdigkeit des deutschen Bundeskanzlers immens leidet, wenn nicht sogar verloren geht. Olaf Scholz ist spätestens seit der Cum-Ex-Affäre enorm unter Druck geraten. Als Cum-Ex versteht man nichts anderes als eine Steuervermeidungsmethode, die sich im enormen Graubereich befindet. Zahlreiche Banken hatten sich während der Cum-Ex-Affäre jahrelang Kapitalertragssteuern zurückerstattet, die sie zuvor nie bezahlt hatten. Jeder Privatbürger wäre dafür wegen Steuerhinterziehung in den Knast gegangen. Allerdings ist genau dieser Graubereich die Möglichkeit, wie sich viele Banken und vor allem Köpfe nun immer noch aus der Schlinge ziehen konnten. Unter anderem war auch die sogenannte Warburg Bank von diesem Cum-Ex-Skandal betroffen, welcher gleich den wichtigen Zusammenhang zu Bundeskanzler Olaf Scholz bringt. Es ging um knapp 50 Millionen Euro im Jahr 2016, die die Warburg Bank zurückzahlen musste aus diesen dubiosen Cum-Ex-Geschäften. Genau aus diesem Grund forderten die Hamburger Finanzbehörden im Jahr 2016 von der Warburg Bank sage und schreibe 50 Millionen Euro zurück. Was für ein Zufall, dass sich der damalige Hamburger Bürgermeister und heute deutscher Bundeskanzler mehrfach mit den Bankern der Warburg Bank traf. Kurz nach diesen besagten Treffen erließen die Hamburger Finanzbehörden die besagten 50 Millionen Euro Steuerrückzahlung. Sie hören richtig. Und genau deswegen wird Olaf Scholz massiv verdächtigt, hinter den Kulissen diese Rückforderungen erlassen zu haben. In diesem Video hier habe ich viel ausführlicher und tiefgründiger alle Zusammenhänge Puzzle für Puzzlestück aneinandergelegt, damit Sie wirklich nochmal den Gesamtüberblick bekommen. Das Motiv, warum Olaf Scholz diese Rückzahlung erlassen haben könnte, bleibt nach wie vor ein Rätsel. Selbst der Journalist Oliver Schröm, welcher diesen Skandal mit Olaf Scholz, dem Erlass, Cum-Ex und allen weiteren Zusammenhängen aufdeckte, ist dies ein Rätsel, weswegen er sich auch bis heute das Verhalten von Olaf Scholz nicht erklären kann. Hören Sie sich aber selbst dazu an, was Oliver Schröm konkret zu sagen hat. Olaf Scholz ist Sozialdemokrat. Es ist aktenkundig, dass er, und das nehme ich ihm auch ab, kein Freund von Steuerhinterziehung ist. Er nennt sie sogar, diese Cum-Ex-Deals, eine Riesenschweinerei. Er sagt, dass es ihm völlig schleierhaft ist, wie man das für legal oder legitim halten konnte. Das war nicht nur frech und dreist zu Olaf Scholz über Cum-Ex, das war verachtenswert. Warum greift ein Mann, der das sagt und hoffentlich auch so denkt, dann in so ganz anderer Weise ins Räderwerk oder eben nicht ins Räderwerk? Warum kann unter dessen Oberaufsicht sowas geschehen? Was ist sein Motiv? Herr Steingart, das ist die 1-Million-Dollar-Frage, auf die ich keine Antwort habe. Was ist das Motiv? Ist mir schleierhaft. Ich weiß, kenne nur die Faktenlage, was passiert ist. Und Olaf Scholz tut es, sagt das eine, tut aber das andere. Und was das Motiv ist, darüber kann man wirklich nur spekulieren. Denn er ist Sozialdemokrat, er hätte den beiden Herren doch auch sagen können, tut mir leid, ich verstehe Ihre Notlage, aber ich muss Ihnen sagen, ich finde das verachtenswert. Sie wollen den Steuerzahler prellen und das kann hier in Hamburg so nicht laufen. Das wäre doch der normale Text gewesen. Nicht nur das, wir wissen aus den Akten, er war für das Gespräch vorbereitet, er hat einen Laufzettel. Also die Beamten haben ihm zusammengeschrieben, Achtung, Achtung, gegen die beiden wird ermittelt wegen dreistelligen Millionenbetrug und so weiter und so fort. Er wusste genau, was die wollen, um welches Thema es geht. Inzwischen gibt es auch im Hamburger Parlament einen Untersuchungsausschuss zum sogenannten Cum-Ex-Skandal, zu welchem der deutsche Bundeskanzler auch schon mehrfach in diesen Ausschuss eingeladen wurde. Das Problem für Kanzler Scholz ist hierbei, dass er als Zeuge zu einer Aussage verpflichtet ist. Er muss also aussagen, wenn er die Aussage ohne triftigen Grund verweigert, gibt es ein Ordnungsgeld in Höhe von 10.000 Euro, was ihn noch verdächtiger machen würde, oder sogar eine Beugehaft, welche ihn dazu verleiten soll, dann doch eine Aussage zu fällen. Dass er dies nicht mutwillig riskiert, sollte jedem von uns klar sein. Das ist auch der Grund, warum Zeugen oft angeben, sich nicht erinnern zu können. So belastet man sich nicht selbst und es ist nahezu unmöglich,
jemandem nachzuweisen, ob er sich wirklich noch an die Geschehnisse erinnern kann. Genau auf diese Lücke beruft sich nun der Kanzler und versucht damit, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sofern er tatsächlich schuldig sein sollte. Und Olaf Scholz hat vor diesem Untersuchungsausschuss angegeben, sich an die Gespräche mit der Warburg Bank nicht erinnern zu können, aber hören Sie jetzt genau hin. Denn der Staranwalt Gerhard Strate zweifelt genau daran, dass Olaf Scholz nun angezeigt wurde, und genau deswegen schreibt Strate in seinem Anzeigenschreiben an die Hamburger Staatsanwaltschaft Folgendes. Die behauptete Erinnerungslosigkeit ist eine bewusste Falschaussage. Der unüberbrückbare Widerspruch zwischen den Aussagen am 4. März 2020 und dem 30. April 2021 ist anders nicht mehr aufzulösen. Und in diesem unüberbrückbaren Widerspruch bezieht sich Staranwalt Strate auf eine Aussage von Kanzler Scholz aus März 2020, in welchem Kanzler Scholz eine Aussage vor dem Finanzausschuss getätigt haben soll, von welcher Sitzung es übrigens auch ein Protokoll gibt, in der Strate Folgendes zitiert. Er sagt, damals konnte sich Scholz noch an die Gespräche mit den Warburg-Bankern erinnern. Konkret heißt es im Protokoll Folgendes. Auf Frage vom Abgeordneten Kai Gottschalk der AfD zum Gespräch mit Herrn Olearius erklärt Scholz, dass es über dieses Gespräch nicht mehr zu berichten gäbe, als das, was den Ermittlern veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen eines Warburg-Bankers zu entnehmen sei. Er habe sich angehört, was Olearius von der Warburg-Bank zu diesen und anderen Themen zu sagen gehabt hätte. Mehr sei darüber nicht zu berichten. Sie sehen also, dass sich hier Scholz offenbar sehr wohl noch an die Gespräche erinnern konnte. Er widersprach dem zumindest nicht und sagte nicht, dass er sich an diese Gespräche nicht erinnern kann. Weiter heißt es im Protokoll, Scholz weist darauf hin, dass ihn das Steuergeheimnis daran hindere, über Einzelheiten Auskunft zu geben. Deswegen könne er über das Gesagte nicht hinausgehen. Scholz betont erneut, dass er aufgrund des Steuergeheimnisses daran gehindert sei, Auskünfte über Gesprächsinhalte zu geben. Er könne über das, was er gehört habe, nichts sagen. Der Widerspruch hieran ist, dass laut Strate sich Olaf Scholz kein einziges Mal vor dem Finanzausschuss auf diese Erinnerungslosigkeit beruft. Stattdessen beruft sich Scholz auf das sogenannte Steuergeheimnis. Es scheint also so, als hätte sich Scholz im Jahr 2020 noch an die Gespräche mit den Warburg-Bankern erinnern können. Ob diese Erinnerungslücke Ihrer Meinung nach glaubwürdig ist, überlasse ich Ihrer Kreativität und Ihrer Fantasie. Ich habe meine Zweifel. Und weil Strate dem Bundeskanzler ebenfalls nicht glaubt, zeigt er nun Olaf Scholz an wegen uneidlicher Falschaussage. Und ich bin mir bewusst, dass bis zum Beweis der Schuld in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt. Doch warum hat Olaf Scholz nicht längst bereits alles aufgeklärt und reinen Tisch gemacht? Das Protokoll bringt Scholz nun in Verlegenheit und steckt ihn in eine Sackgasse, aus der er nur sehr, sehr schwer herauskommen dürfte. Wir sind also gespannt, ob die Hamburger Staatsanwaltschaft es soweit kommen lässt und die Ansage von Strate erneut abgeschmettert wird oder ob er Olaf Scholz in Wirklichkeit zur Rechenschaft ziehen kann. In diesem Video habe ich erklärt, wie glaubwürdig Olaf Scholz in Wirklichkeit noch ist, und ich möchte Sie gerne dazu aufrufen, falls Sie es noch nicht getan haben, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auch die Glocke neben dem Abonnieren-Button zu klicken. Es kostet Sie nichts und Sie werden regelmäßig erinnert, dass wir neue, frische und wirklich wichtige Videos bringen.